Hallo, hallo, ich bin Kai. Carola. Ja, du hast eine Menge erlebt, so wie ich mitbekommen habe. Ne? Ja, das ist ja ganz normal, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und da seine Meinung vertritt, noch dazu in dieser Zeit jetzt als Ärztin, dann kommen da schon so einige Dinge auf einen zu, die man nicht erwartet hat eigentlich. Ne? Also ich habe ja eigentlich ein ganz normales, beschauliches Leben vorher geführt als homöopathisch-naturheilkundliche Landärztin hier in Duderstadt. Mit sehr viel Kinderanteil und dann sind wir ja quasi im September 2019 schon auf die Straße gegangen wegen der Masernpflichtimpfung, die dann auf uns zurollte sozusagen und haben gedacht, wir könnten das irgendwie verhindern, ja, dass diese Kinder und Jugendlichen und auch die Leute im Gesundheitswesen oder im Erziehungswesen halt Pflichtimpfungen gegen Masern, Mumps, Röteln in dem Moment ja, weil es ja eine Kombi-Impfung ist, nachweisen müssen. Und wir haben ja immer gewusst, dass das nur der Türöffner ist eigentlich. Ne? Denn die Masern sind ja eine seltene Krankheit in Deutschland. Also 500 bis 700 Fälle auf 83 Millionen Einwohner pro Jahr und mit maximal einem Maserntoten. Und die haben das durchgekriegt im Bundestag. Ja? Die haben das durchgekriegt als Pflichtimpfung. Und da haben wir gesagt, das kann nur der Türöffner sein für irgendwas. Und das heißt, das ist auch eine Kombi-Impfung? Das ist eine Kombi-Impfung. Also es gibt gar keinen Masern-Einzelimpfstoff in Deutschland, in der Schweiz ja, aber in Deutschland gibt es keinen zugelassenen Masern-Einzelimpfstoff. Das heißt, alle Kinder, die das auch vorher nicht wollten oder wo die Eltern auch nicht wollten, müssen jetzt quasi eine Drei- oder Vierfachimpfung sogar nachweisen. Vierfachimpfung ist dann mit Windpocken noch. Ne? Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Und da haben wir gewusst, da ist irgendwas faul. Ja, die haben das im November dann durchgepeitscht durch den Bundestag und wann haben das beschlossen. November? 2019. Und im Dezember ging es los mit Corona und dann haben wir sofort gewusst, also zum Beispiel der Rolf Krohn, mein lieber Kollege, mit dem ich auch vorher schon auf der Straße war, und ich, wir haben sofort gewusst, was die Stunde geschlagen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, es geht bei Corona in erster Linie nachher ums Durchimpfen und um Impfpflicht. Wir haben sofort gewusst, was Sache ist, im Januar schon. Also die meisten Leute wollen tatsächlich schön auf dem Sofa sitzen bleiben und wollen das aussitzen. Und ich sage, ihr könnt das gar nicht mehr aussitzen. Es wird dich demnächst auch betreffen. Ja? Ich sage, dann wirst du auch nicht mehr arbeiten können. Dann wirst du ungeimpft nicht mal mehr in einen Supermarkt reinkommen. Und dann wirst du ungeimpft nicht mal mehr dein Auto voll tanken können. Und das steht uns alles bevor. Und das ist nicht mehr weit weg. Ich habe unheimlich viele nette, super Patienten, für die ich das auch mache. Und wo ich sage, diese Familien, die brauchen einfach eine gescheite Unterstützung. Die brauchen Ärzte, die sie homöopathisch naturheilkundig behandeln, die sie nicht zu Impfungen drängen. Ich sehe, dass diese Kinder wirklich total fantasievoll sind und kreativ und gesund sind und lebenslustig und Energie, vor Energie nur so sprühen. Und für die will ich das auch weitermachen. Und deshalb kann man auch nicht aufgeben. Also selbst wenn ich jetzt im Ausland wäre oder so, ich würde halt weiter dafür kämpfen, dass es hier wieder menschlicher wird. Liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr uns weiterhin unterstützt, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Wir arbeiten ja gerade an 3 Dokumentarfilmen und auch natürlich die Vlogs und auch die Recherche für die Interviews bedarf unheimlich viel Zeit. Ja, und wir haben jetzt ein Megaprojekt vor uns, können 100 Ärzte lügen. Eure Unterstützung wird gebraucht für Material, für unsere Arbeitszeit, so dass wir einfach weitermachen können. Ich bedanke mich im Voraus, euer Kai Studt.